So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Beim letzten Mal haben wir ja vom Druiden die Klassenquest fertig gemacht. Und jetzt sind wir dabei, die letzte Quest der Waldläufer zu machen. Und da kriegen wir den Mannstopper. Mal gucken. Ah, Ash, ich nehme an, du hast fleißig trainiert. Wie ich dir letztes Mal gesagt habe, wird Silver sich heute um dich kümmern. Sei nicht trotzig und tu, was er sagt, denn du kannst doch viel von ihm lernen. Geh nun und bitte ihm um die Unterweisung. Ja, das kann ja heiter werden. Er ist ja nicht gut auf uns zu sprechen. Apropos, warte mal, hatte ich ja schon... Ach ja, okay, ist schon geguckt. Ah, da bist du also. Das wird mir ein besonderes Vergnügen sein. Du denkst, du hättest Fortschritte gemacht? Das werden wir ja sehen. Bei dir habe ich das nämlich schon an den Grundlagen. Die Kunst des Bogenschießens kommt aus der Tradition des Erdschatten. Es ist ein tiefgründiger, edler Weg zu einem einzigen Zweck, unsere Heimat zu schützen und zu verteidigen. Mit dem Bogen zum Essen zu jagen, ist eine Banalisierung dieses tödlichen, respektgebietenden Instruments. Und das Wesen unserer Kunst besteht darin, den Feind zu durchschauen und zu überlisten, seine Techniken zu kennen, seine Spuren zu lesen, seine Bewegung zu deuten und seinen Angriff vorzuahnen. Rausfahren. Du übersteigst deine geistigen Kräfte, was soll man noch erwarten? Aber sei es drum, Lucien will es ja so. Die Prüfungsaufgabe lautet, geh in den Ostwald und zerstöre die Zielscheiben, die dort aufgestellt sind, wenn du dir das zutraust. Diesmal musst du mitdenken, Anfängerin. Dein Feind durchschauen, verstanden? Und damit meine ich nicht die Zielscheiben. Die Ziele sind absichtlich in einem Gebiet aufgestellt, das von freisten Wildchen wimmelt. Außerdem sind sie gut versteckt, daher wirst du die Aufgabe nicht erfüllen können. Na, und selbst wenn du diese Scheiben findest, wie willst du in Ruhe darauf zielen, wenn du ständig angegriffen wirst, ha? Die Antwort ist, du schaue den Feind und passe dich sein Verhaltensmustern an, um zu vermeiden, dass er dich bemerkt. Wenn er Augen hat, lass dich nicht sehen. Wenn er Ohren hat, mach keine Geräusche. Genug geredet, ob du von meinem Rat Gebrauch machst, liegt bei dir. Und ich werde keine Tränen vergießen, wenn du scheiterst. Okay, also, am Ostwald. So. Im Ostwald angekommen. Na, dann sehen wir uns doch mal um. Also die sind jetzt nicht so sonderlich gut versteckt. Oh, Vogel. Vogel. Ich fühle mich leicht beobachtet. Ich weiß halt nie, wann hier mir irgendjemand zusieht, den ich kenne. Na gut, ich spiele ja nicht auf dem eigentlichen Server, wo ich sonst spiele. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hier eher gering. So. Das haben wir geschafft. Also wir... Nein. Ach nee. Nein. Dann einmal wieder nach Gritannia. So. Oh, sieh mal an. Du hast vor die Zielscheiben und zerschossen. Ganz ordentlich für eine Abenteurerin. Aber gerade mal das äußerste Minimum für Waldläufer. Die Geschichte der Bogenkunst ist lang und besitzt vielfältige Aspekte. Wir Erdschatten haben unsere Kunst in zahllosen Schlachten verfeinert. Meine Vorfahren waren es, die alle Strategien ausgearbeitet haben. Wie man sich vor dem Blick des Feindes verbirgt und aus dem Hinterhalt angreift. Wie man sich die Entfernung zunutze macht, eine Distanz hält, die der Gegner nicht zu überbrücken vermag. All das ist... was erzähle ich dir all das? Du kannst es eh nicht begreifen. Aber falls du tatsächlich willens bist, unserer Tradition zu folgen, dann beweis mir, wie ernst es dir mit deinem Entschluss ist. Kämpf mit den Ixal. Wenn du nur ein bisschen Ahnung von der Geschichte Gredanis hast, weißt du, was diese Teufel für uns bedeuten. Die kampieren an einer bestimmten Stelle nahe Etats Wachturm im Nordwald. Warte dort, bis sie sich zeigen.
Vergib dich nicht mit dem Fußwerk ab. Das Ziel ist nur der Anführer, Nesul Katlan, der Verwüster. Er wird sich von seinen Leuten geschützt werden. Behalte einen kühlen Kopf und sobald die Gelegenheit günstig ist, ergreif sie ohne zu zögern. Siehst du, dass es hier im Wesen nach um dasselbe geht wie bei den Zielscheiben? Ein bestimmtes Ziel, das du treffen musst, ohne selbst getroffen zu werden. Im Übrigen wirst du dabei merken, warum die Jagd niemals die wahre Bogenkunst sein kann. Schwächlichen Getier nachstellen kann jeder, aber eine Unzahl überlegener Gegner ausschalten. Denk darüber nach. Erledige den X-Anführer und ich werde dich als ernsthafte Bogenschützin anerkennen, falls du es schaffst. Ja. Yeah. Immer dieses Falz. Naja. Okay. Dann. Ah, ich hätte jetzt eigentlich zum Nordwand mit teleportieren können. Neige. Ah, manchmal ist man echt ein bisschen doof. Da. Ein Gelbschlangenpforte. Wozu geht das denn mittlerweile? So, wir müssen in die Richtung. Vor allem müssen wir dann noch halt alle Quests der Pikiniergilde machen. Das kann lustig werden. Dann ist wieder ein bisschen Main Story dran. Ganz klein bisschen. Und ja, dann bald schon das nächste Leveln. So. Ja, mal warten. Juhu! Einzelini! Ich hab nur einen mitgezogen, ne? Ja. Ja, einer geht. Ja, da kommt mir sogar einer zur Hilfe. Oh, scheiße. Ja, wenn ich das überlebe, bin ich froh. Ah, ich wurde mit Wind verzaubert. Okay. Wobei ich verliere allgemein kontinuierlich Leben. Wobei, nee, jetzt nicht mehr. Tada. Beendet. Und wieder zurück, Marsch. So, und da sind wir wieder bei ihm. Das ist wirklich unglaublich. Du hast allen Ernstes Nesul Katlan bezwungen. Und das bei all den X-Wachen? Wo kommst du nur zu so viel Glück, frage ich mich.
Geradezu unverschämt viel Glück. Aber gut, ich werde mein Wort halten. Ich würde zwar nicht so weit gehen, dich nun anzuerkennen, aber sagen wir es, es kümmert mich nicht, ob du in der Gilde bleibst oder nicht. Du kannst gehen. Lucien ist unten. Berichte deiner Gildenmeisterin von dem Kampf. Hallo. Nicht schlecht, Ash. Du hast eine beachtliche Übermacht an Ixa überlistet. Ich bin stolz auf dich. Aber Lucien, das ist keine Übung mehr. Sie ist doch nur eine Abenteurerin. Du kannst Silver nicht erlauben, sie als Spielfigur in unseren alten, verfahrenen Konflikten einzusetzen. Und Silver macht sich auch noch lustig über sie. Nach all dem erkennt er sie immer noch nicht an. Jetzt sagt er, es sei nur Glück gewesen. Oh, bist du dir sicher? Aber er hat doch... Natürlich hat er gesagt, es sei Glück, aber er weiß, dass er weit mehr als das brauchte. Nur kann er seinen Fehler nicht so ohne weiteres eingestehen. Das ist seine Art. Hast du nicht gesehen, wie verlegen er war? Er hat Ash anerkannt. Sei beruhigt. Ihm ist wohl am wenigsten bewusst, dass er seine wahre Ansicht nicht verbergen kann. Auf jeden Fall hast du gute Arbeit geleistet, Ash. Du hast Lace und Silvers Lektion erfolgreich in die Tat umgesetzt. Bewiesen, wie vortrefflich du mit dem Bogen umgehen kannst. Da du nun die Grundlagen gemeistert hast, werde ich dich nun in eine ganz besondere Technik einweihen. Die sogenannte Mannstopper-Technik. Dein Schuss schleudert dich um 10 Jalme zurück. Weg aus der Gefahrenzone. Das kann dir als Bogenschützin im entscheidenden Moment etwas Luft verschaffen. Über den Mannstopper im Kampf und du wirst sehen, dass ich nicht übertreibe. Okay. Dafür muss ich Stufe 16 sein. Ja, dann nehmen wir die Schuhe. Wir wollen ja auch etwas haben, was wir jetzt nutzen können und nicht erst in 3 Jahren. So, jetzt sind wir Stufe 16. Lol. Sieht echt creepy aus. Okay, den Mannstopper werde ich mir hier mit reinsetzen. Werde ich wahrscheinlich nie brauchen. So. Dann sind wir jetzt mit den Pikinieren noch beschäftigt. Pikiniere haben wir ja auch noch auf unserer Agenda. Das sieht aus, als wenn ich in Unterwäsche rumlaufe. Naja. Willkommen zurück, Ash. Du hast Selbstbeherrschung in Angesicht der Gefahr bewiesen. Damit eine wichtige Voraussetzung für eine Pikinierin erfüllt. Nun bist du bereit für den zweiten Aspekt des Muts, Entschlossenheit. Wieder geht es darum, um unter keinen Umständen der eigenen Angst zu erliegen. Denn sie lähmt Körper und Geist und verdammt zur Tatenlosigkeit. Eine Pikinierin, die nicht entschlossen zum Angriff übergeht, kann ihre Waffe auch gleich gegen einen Besen tauschen. Das Ergebnis ist dasselbe. Als nächstes möchte ich also deinen Entschlossenheit auf die Probe stellen. Geh in den tiefen Wald zum Geisterkerker. Dort liegen umgestürzte Steinsäulen, die seit der großen Katastrophe von Monstern als Nistplätze missbraucht werden. Finde die 3 umgestürzten Steinsäulen und erschlage die dort tausenden Monster. Du willst wissen, welche üble Biester dich dort erwarten? Das Ash musst du schon selbst herausfinden. Die Ungewissheit ist schließlich ein wichtiger Bestandteil dieser Prüfung. Sei bereit, entschlossen zu handeln. Wenn du plötzlich eine gemeingefährliche Bestie Auge in Auge gegenüberstehst, sollst du die Prüfung lebend überstehen, dann melde dich hier hinterher bitte bei Jillian an der Rezeption. Sie hat die 2 Aspekte des Mutes verinnerlicht, doch anfangs tat sie sich schwer damit. Die Erkenntnis, die sie aus ihren Bemühungen gewonnen hat, könnte für dich interessant sein. Eine Pikinierin lernt am schnellsten im Kampf, das ist klar, doch andere sind dem Weg der Pike bereits vor dir gegangen. Sie könnten dir wertvolle Ratschläge geben. Okay, also, tiefer Wald. Weil das alles hier auch so ungeheuer spaßig ist. Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, noch für... Also noch 3 Klassenquests quasi vor uns. Mit etwas Glück gehen sie recht schnell. Mit etwas Pech sitzen wir eine Weile dran.
Das ist immer so eine Sache. Wir müssen jetzt erstmal nach da hinten hin. Ja, wenn ich im Schlüppi rumlaufe. Das ist echt nicht schön. Wir haben nur Gier der Stufe 10. Brauchen unbedingt besseres Gier. So. Umgestürzte Steinsäule. Wir können zumindest bald einige niedrigstufige Sachen verkaufen. Sobald wir dann auch die letzten drei Klassen haben. Können wir jetzt alles, was klein und nutzlos ist, wegpfeffern. Und jetzt zur Pikniergilde. Boah, das ist halt echt mega anstrengend. Hin, her, hin, her. So. Und da sind wir auch schon wieder. In der Gilde. Hallo Ash, ich habe dich schon erwartet. Ist dir die Bedeutung der Entschlossenheit bewusst geworden? Ebenso wie Selbstbeherrschung ist Entschlossenheit eine wichtige Voraussetzung für Mut. Das Gute daran ist, beide Aspekte kann man trainieren. Das mag am Anfang zunächst schwierig erscheinen. Niemand weiß das besser als ich. Ich erlitt zahlreiche Niederlagen und stand kurz davor, das Handtuch zu schmeißen. Aber ich biss die Zähne zusammen und hielt durch. Bei jedem Kampf musst du darauf achten, Selbstbeherrschung zu bewahren und Entschlossenheit zu erzeigen. Mit der Zeit wird dir das ins Blut übergehen und irgendwann wirst du merken, dass nichts und niemand deinen Mut brechen kann. Denk auch daran, dass nicht alle Konflikte körperlich ausgetragen werden, sondern einige nur mit Worten. Oft genug führen unterschiedliche Ansichten zu heftigen Disputen. Wie auch immer eine Notsituation im Detail aussieht, mit Selbstbeherrschung und Entschlossenheit lässt sie sich überwinden. Genau das ist es, was wir Pikiniere unter Mut verstehen. Klingt das einleuchtend? Ich kann es sicher nicht so gut erklären wie Gildenmeister Yvain, aber hoffentlich konnte ich dir weiterhelfen. Was war das für ein Lärm? Irgendwas muss in der Übungshalle vorgefallen sein. Und ihr wollt Pikniere sein? Ja, bei mich Hunde seid ihr nichts weiter. Du bist als nächster dran, Gildenmeister. Stell dich zum Kampf. Wenn du ablehnst, bist du ganz offensichtlich kein echter Piknier. Sag, was du willst. Ich lass mich von dir nicht provozieren. Eine Bande von Feiglingen seid ihr also. Aber wen haben wir denn da? Halt, sie ist noch eine Schülerin. Nichtsdestotrotz hast du sie in die Gilde aufgenommen, nicht wahr? Dann trägst auch sie Verantwortung für Ehre der Pikiniere. Ich habe mal gezuckt. Erstaunlich. Ein Anzeichen von Mut. Vorerst will ich sie verschonen. Doch hört meine Worte. Nur die Furchtlosen sind es wert, eine Pike zu tragen. Ich freue mich schon darauf, deinen Mut bald auf die Probe zu stellen. Der Spaß ist vorbei. Fahrt sofort mit euren Übungen fort.
Okay. Ash, du hast keine Anstalten gemacht, seinen Angriff auszuweichen. Hat dich deine Angst so gelähmt, dass du nicht mehr reagieren konntest? Nun ja, das ist jetzt nicht wichtig. Denk nicht weiter an diesen Störenfried. Es gibt immer wieder Hitzköpfe, die dir zeigen wollen, wie mutig sie doch sind. Konzentriere dich darauf, die beiden Aspekte des Mutes zu vervollkommen. Fetzige deine Selbstbeherrschung, damit du in jeder Situation klar denkst und handelst. Stärke deine Entschlossenheit, damit du jederzeit ohne Zögern deine Feinde zur Strecke bringst. Beide Aspekte zusammen zeichnen den Mut aus, den du bei deiner nächsten Lektion dringend brauchen wirst. Melde dich bei mir, wenn du dafür bereit bist. Ich würde dir sagen, ich nehme mir das Ding, aber... Das ist sowieso schlechter ist als das, was wir tragen. Ist es eh egal. So, aber ich beende hier einmal den Part, damit wir beim nächsten Mal genau passend die andere Klassenquest abschließen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.